Hallo allerseits, herzlich willkommen zurück zu New Star Manager. Wir haben das letzte Mal mit einem Punktemaximum von 18 Punkten die Gruppenphase der Champions League gerockt und befinden uns auch hier in der Liga auf Platz 1, allerdings nur 4 Punkte Vorsprung vor Barca. Ja, sind auf dem besten Wege hier alle Spieler Gold, also nur Goldspieler zu haben. Ja, haben einen coolen Torwart bekommen das letzte Mal. Es läuft. Und starten gleich gegen Villarreal. Ach, die Vorstandsziele sollte ich mir dann noch ansehen. So. Und los. Oh, oh. Das war jetzt nicht so geplant. So. Und prompt bekommen wir ein Gegentor. Ah. Wir müssen härter arbeiten, ja. Das sehe ich ganz ähnlich. So, wir werden jetzt mal den ersten Warnschuss loslassen. Okay, vielleicht doch ein mehr als ein Warnschuss. 1:1. Wunderbar. So, und wir können wieder. Na, wer weiß, wir machen das ganz ähnlich. Vorbei an Freund und Feind. So, jetzt. Und das 2:1. Oh, ja, schön. Wir wollten ohnehin tauschen. Quatsch, wollten wir nicht, aber. Wir haben jetzt die Wahl zwischen einem 16- und einem 17-Jährigen, der nicht auf seiner Position spielen kann. Das ist nicht schön. In der 89. Ja, ich kann gar nichts machen eigentlich. Ja, das war's. Ach, schade. Aber wir haben ein Vereinsziel geschafft. Nur noch 2 Punkte Vorsprung. Ah. Nicolas. Schauen wir mal. Einen Tipp haben wir noch. Unzufriedenes Personal hat eine längere Abklingzeit. So. Wir haben hier jetzt noch einen 35-Jährigen. Ach. Aber es ist ein Verteidiger. Wie sieht es verteidigermäßig aus? Wir haben hier 3, die spielen. 2 hier. Oh, das ist zu wenig. Aber in 2 Spielen öffnet das Transferfenster. Hm.
Ja, okay, um 63.000, da können wir schon schauen. 53.000, das können wir schon machen. Darf er nochmal mitmachen bei uns ein bisschen? So, Valencia. Oh. So. Ich weiß auch nicht, warum hier ab und zu manche Spieler so derartig schnell Energie verlieren, gleich zu Beginn nämlich. Gut, dass auch die Gegner Fehler machen. Immer natürlich. Wenn wir bloß noch ein Tor machen könnten. Also wir, nicht die anderen. Aha. Das ist blöd. So wollte ich das eher nicht. Ach, der ist schnell, der ist so schnell. Aber trotzdem den Ball verloren. Na, nochmal. So, jetzt ziehen wir gleich in die Mitte. Und nochmal einhaken und sehr gut. Wir wechseln jetzt gleich mal ihn hier ein. Und ihn hier ein. Die brauchen Einsätze. Sehr gut. Oh, das wäre schön, wenn ich hier durchkäme. Ah. Schon sind wir wieder vorne. Und wieder ein schöner Abschluss hoffentlich. Sehr schön. Drei Tore von Ehmann. Jetzt können wir kontern. So, du läufst hier. Jemand steht im Abseits. Kommen wir rüber? Ach nein. Ja, das wäre zu schön gewesen. 3 zu 1. So, auch das letzte Vorstandsziel ist erreicht. Hattrick hält 27 Tore in 17 Saisonspielen. Das ist doch mal schön. So. Okay. Oh. Oh, das ist mal ein Bonus. Scout, das ist auch gut. So, 2 Tore Abstand, 5 Siege oder Unentschieden und gegen Barca sollen wir gewinnen. Scout-Büro ist 5. Naja, Kabinensprache und ein Energy. Einer unserer Mitarbeiter, der Fitnesstrainer, genau. Den sollten wir erneuern. Aber gut,
Unser Scout hier darf auch weiter wachsen. Ach, den hätte ich eigentlich ersetzen können. Der ist 51. Naja, jetzt ist es zu spät. Und hier wollte ich schauen, nächstes Spiel öffnet das Transferfenster wieder. Naja. Ja, der ist jetzt nicht allzu teuer. Wir haben doch noch zumindest eine Karte. Hier gar nichts. Und hier, wie sieht's hier aus? Nö, nicht wirklich. Na, wobei, wenn Esquera schon spielen soll, wobei soll er überhaupt spielen? Da lasse ich doch lieber ihn hier spielen. Aber solo. Oh, das ist jetzt das Spiel der Spiele. Erster gegen den zweiten. Auswärts noch dazu. Ach. Ja, wir sollten wohl die Spielleistung verbessern. Aber ich denke, auf lange Sicht gesehen haben wir hoffentlich die besseren Karten. Schauen wir mal, ob wir den hier beim Verteidiger vorbeibringen. Schön, schön. Und aber solo, unser 16-jähriges Talent schießt auch gleich in seinem Debüt. Ich glaube, das ist sein Debüt. Das erste Tor. Schön, schön. Naja. Wir sollten jetzt echt uns was überlegen. Das sieht nicht gut aus. Und ich kann auch niemanden wirklich einsetzen hier. Es darf sich halt jetzt niemand verletzen. Sonst sieht's düster aus hier. Oh, schön. Der Anschlusstreffer. Jetzt sollten wir wirklich alles, was wir können, hier verwandeln. Jawohl. So, ein Tor bräuchten wir noch. Ah, wir bräuchten eins. So, das ist jetzt wohl die letzte Chance für uns. In der 84. So, und jetzt können wir sogar noch mal nachlegen.
Und Bassa den Todesstoß versetzen. Jawohl, ja. Das ist mal ein Spiel 5 zu 3. Auswärts. Vorstandsziel erreicht. Zwei davon. Vier Tore. Sehr gut. Und jetzt waren es schon 5 Punkte. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. So. Schauen wir mal. Ach. Ja, schade. Scout gilt nur für ein Spiel mehr. Den muss ich unbedingt, koste es, was es wolle. Ja. Den muss ich unbedingt verlängern. Trainerausbildung. Unser Fertigkeitstrainer. Ja. Bitteschön. Jara will er haben. 31 Jahre. 1,2 Millionen. Das nehmen wir jetzt mal an. So, ich hoffe, das war jetzt die richtige Entscheidung. Wir schauen jetzt nämlich, wir brauchen auf jeden Fall mal einen Mittelfeldspieler. Wir haben nur einen rechten Mittelfeld, also rechte Mittelfeldspieler, aber zentral sieht es nicht so gut aus. Und einen Verteidiger, das wäre gut. Schauen wir mal. Idealerweise hier. Der sieht schon ganz gut aus. Ach. Das ist ja unglaublich. Okay. Wie sieht's mit Verteidiger aus? Einen 78er von Bassa. So, heute habe ich wirklich totales Glück hier beim Transferspielchen. Das gibt's doch nicht. Der ist doch von mir. Der ist doch von unserem Verein gekommen, oder? Zumindest. Zumindest kenne ich den Namen Arguello. Ja. Den hier. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Lassen wir auch noch spielen. Und er bekommt hier eine Karte. Einen Tipp haben wir auch noch. Höher bewertete Trainer für Fertigkeit und Fitness haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Karten mit besseren Energiewirkung zu produzieren. Guter Tipp. Haben wir irgendwelche auslaufenden Verträge? Noch nicht direkt. So, wir können das nächste Spiel bestreiten. Mit anderem witzigen Mähstil. So. Und Akel hat sich schon ausgezahlt.
So, jetzt müssen sie sich mal ein bisschen sammeln. Dann können wir unseren ersten Angriff gestalten. Der ist schnell. Den lassen wir gleich mal abschließen. Ja. Ratte mit 17. Aber irgendwie laufen wir hier dem Spiel hinterher. Wir sollten mal versuchen, jetzt in Führung zu gehen. So nicht. So nicht. Aber so vielleicht. Oh je. Gut, dass wir hier ein bisschen eingekauft haben. Aber wie gesagt, ein Mittelfeldspieler ist dringend notwendig. Ball. Einen Spieler auszuwechseln, ja, gute Idee. Unser Tormann braucht Erfahrung. Quintero braucht auch noch ein paar. Gut. Braucht auch noch ein paar Spiele. So. Sehr gut. Ungefährdeter Sieg mit 2 Toren Unterschied. Nur hier, na, nicht gut. Aber Solo ist immer noch grün hinter den Ohren, ja. Aber er macht seine Erfahrungen. Niederlage und Unentschieden die letzten beiden Spiele. Er gibt 7 Punkte Vorsprung. Oh, einen guten Nachwuchsspieler bitte. Jawohl, einen. Ja, sehr, sehr gut. Am meisten Tore vorbereitet. Auf. Jawohl. Cockrell ist zwar nicht unbedingt unser stärkster, aber den wollen wir doch noch behalten. Das gefällt mir schon ganz gut. Er soll auf jeden Fall zumindest bereitstehen. Oder wir machen ihn überhaupt bereit. Der braucht Einsätze. Und Quintero, glaube ich, war es auch. Braucht noch 2 Einsätze. Hier haben wir noch Behandlung. Ja, Technik geben wir ihm. So, das sieht ganz okay aus.
Na, Verteidiger. Ein Verteidiger vielleicht noch. Sieht gut aus. Nehmen wir. Und wir haben. Hey. Wir haben ein Team bestehend aus lauter Goldspielern. Lauter Goldstücke. Sehr, sehr cool. Das ist super. Hier haben wir noch sowas. Ja, fast wieder Level up. Das nächste Spiel ist das Cup-Spiel. Ach so, ja, neuer Profi. So, hier helfen alle zusammen. Das ist Wahnsinn. Also wir brauchen zuerst immer mal ein Gegentor, damit wir in Fahrt kommen hier. Ach, der ist so schnell. Aber der Verteidiger ist auch nicht ohne. Wir liegen immer noch 1 zu 0 hinten. Wir schießen jetzt einfach mal. Genau, ab und zu muss man einfach mal abziehen. Schöner Pass nach vorne. Der ist schnell. So, der ist unhaltbar. Da kann er nur nachschauen. Foul, Freistoß. Zweimal den Ball vertändelt, das versuchen wir jetzt nochmal, das geht so nicht. Da muss ich mir nachher anschauen, ob ich irgendwo sehe, was der für einen Schnitt hat, wie viele Tore der pro Spiel schießt. Was war das? Sehr gut. Presse ist beeindruckt, aber nicht restlos überzeugt. Die brauchen mehr Skandale. Was bekommen wir? Energy. Ah, gut. Eine Fertigkeitskarte oder zwei. Schön. Sponsorenvertrag ist auch hinüber. Torbonus. Wir hoffen, dass wir viel Tore machen, viele Tore.
Und ein Angebot gibt's auch noch für unseren Torwart. Oh, das ist schon richtig viel Kohle. Aber nein, der bleibt bei uns. Das ist ein Hoffnungsträger. Der gleich mal hier von Beginn an wieder ran darf. Garcia ist mittlerweile kein Neuprofi mehr. Quintero schon. Garcia ist auch ein Neuprofi. Und Abasolo ist wieder bereit, eingewechselt zu werden. Das Transferfenster geht noch ein bisschen. Das heißt, wir sammeln noch ein wenig Kohle. Ein Tipp, ja. Hier haben wir auch keine Karten im Moment. Schauen wir mal. Gegen den 18. sollte doch ein Sieg drin sein. Wir spielen nach vorne. Nur so macht man Tore. Wir entscheiden uns für die linke Ecke. Da hatten wir jetzt Freiwahl. Freie Wahl und wir haben... Oje, oje. Ja, sehr gut. Und wir haben die richtige Ecke gewählt. Nächste Chance. Immer dran denken. Torprämie. Vielleicht sollte ich nicht zu viel denken und mehr spielen. Sehr gut. Sehr gut. So. Den kann er nicht halten. Also Asensio gefällt mir, der gibt alles. Super, 3-0. Auch Iman darf sich eintragen in die Torschützenliste. Ja, nicht gut. Ach, wir haben keinen zentralen. Ach, und dann geben wir Abasolo auch noch gleich die Chance auf weitere Einsatzminuten. Ja, wir sind gut aufgestellt. Oh. So. Gleich vertändelt. Also so habe ich mir das jetzt nicht unbedingt vorgestellt, dass wir hier noch zittern müssen. Vielleicht gut ausgetänzelt und gut abgeschlossen. Zumindest wieder ein 2-Tore-Vorsprung wiederhergestellt. Mauer gut aufgestellt.
So, puh, das war ein Arbeitssieg. 5 Begegnungen. Das ist nicht gut. Oh, der Vorsprung wächst. Vandele. Moment. Ich will hier noch schauen. Wo ist er? Vandele ist der Linksverteidiger. Der ist 20. Aber... Nein, wir versuchen mal Geld draus zu machen. Tausend ist das beste. Oh, war das beste Angebot? Nö, 10.500. Naja, naja. Okay, was haben wir hier? Oh, 5, 6 Stürmer. Okay, ja, hätte ich vorhin schauen sollen. Naja, Trainerausbildung ist gut. Und Banegas ist mein Fertigkeitstrainer, soweit ich weiß. Genau. Der ist jetzt schon auf 76. 77. Wir haben wieder ein Angebot. 2,1 Millionen. Hm. 2,1 Millionen, das heißt, wir hätten dann 3,3 Millionen. Millionen, 77 mit Potenzial auf 88. Hier haben wir auch ein Angebot, 30.000. Ach, schauen wir mal. Ja, da verlängern wir doch lieber. Wo sehe ich jetzt mit dem Angebot? Wo ist er? War das er hier? Nö, wer war denn das? Keiner. Ja, wo ist er denn? Ah, hier. Ach, 2,1 Millionen, das ist so gut, aber nein. Nein, wir bleiben standhaft. Wir fangen jetzt nicht an, Goldspieler zu verkaufen. Im Gegenteil, wir... Den kann ich nicht so weit runterdrücken. Ja, wir machen jetzt noch ein Spiel, das Rückspiel im Cup. Oh, wir haben vergessen auszutauschen. So, genau. Und auch unser Torwart darf vom Beginn weg gleich mal Gas geben.
Sehr schön. Also bis jetzt nur dumme Aktionen. Das Team muss härter arbeiten. Das wissen sie hoffentlich selber. So. Keine Chance. Aber Solo, abgebrüht wie ein alter. Wie ein altehrwürdiger. So, 1:1, naja. Strafstoß. Hoch in die Mitte. Zack. Und auch Ehmann darf sich eintragen. Wir sind 5:2 im Front. Das ist okay, würde ich sagen. Wobei, für die Vereinsziele müssen wir mindestens ein Unentschieden schaffen. Sieht aber jetzt gut aus. Auch Ehmann holt sich noch eine gelbe, ist egal. Perfekt. Auf zur nächsten Runde. Und das Vorstandsziel ist erreicht. Energy sieht gut aus. Die Ziele sind auch erreicht. Ja, das gibt Kohle. Sehr schön. Physiotherapeut. So, Kabinenansprache, 5 Spiele unentschieden oder gewinnen und gegen Athletic Bilbao gewinnen. Bandensponsor. Guter Siegbonus. Ja. Sehr gut. News, wir wurden wieder zum Manager des Monats gewählt. Das können wir annehmen. Ein Tipp wieder. Rauswurf Personalmitglied sorgt für Unruhe bei seinen Kollegen. Allerdings hat es keine Auswirkung, wenn man einen Vertrag einfach auslaufen lässt. Gut zu wissen. Unser Physio. Ah, der ist auch knapp vor Gold. Gut. Wir haben jetzt Verteidiger, haben wir Gold, hier haben wir noch einen Gold, also einen, der ist schon alt, der ist auch relativ alt. Ja, da sollten wir uns noch einen besorgen, glaube ich. Einen Verteidiger, einen guten Verteidiger noch. 2,7. Den hier könnten wir uns aneignen. Das werden wir machen. Durchmischen, dann sieht das schon ganz gut aus. Voila. Cordova, der kommt frisch von. Das werden wir mal ablehnen. Der kam frisch von einer Verletzung. Das heißt aber, geschont wird hier gar nichts. Wird niemand. Das sieht schon wieder gut aus für das nächste Spiel. Auch das sieht ganz gut aus. Okay,
Ich würde sagen, für heute war es das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.